Das Duell der Dickschiffe geht 2019 in die nächste Runde. Der nagelneue Mercedes-Benz GLE trifft auf den knapp ein Jahr alten VW Touareg. Beide mit einem 3-Liter Diesel unter der Haube, beide üppig ausgestattet. Herzlich willkommen zum Duell hinterm Deich. Diesmal an einer etwas anderen Location. Da hinten wird gebaut. Apropos Baustelle. Dennis Petermann ist auch da. Was für eine Überleitung. Da werden die Beleidigungen schon vor dem Duell ausgetauscht. Überleitung, nicht Beleidigung. Ach so, ja, Entschuldige. So. Es klang so. Ja, ich wollte ihm nur sagen, ich habe dabei den neuen Mercedes GLE. Denn Folgendes ist passiert vor roundabout, sag ich mal, 10 Monaten, stand der Kollege Feichmin hier mit seinem Touareg, den er heute wieder mitgebracht hat, und hat damals gegen meinen alten GLE gewonnen. Denn der wahre Sieger ist natürlich der VW Touareg. Warum? Ganz klar, die moderne Technik an Bord. Allradlenkung, astreines Fahrwerk, toller Motor. Und ja, es ist einfach das moderne Auto. Vorne das Cockpit, das InnoVision Cockpit. Klar, kostet ein paar Mark 50, aber das macht's einfach aus. Der GLE war damals ein bisschen in die Jahre gekommen und ich habe gesagt, Freunde, so kann es nicht sein. Ja, die Mercedes-Fahne muss noch mal hochgehalten werden, denn mit so einem alten Auto gegen Neues zu verlieren, ja Gott, das kann halt mal passieren, dann bringt man mal Neues mit. Und genau das habe ich heute gemacht. Hier. Ja, war damals sehr deutlich, der Stachel saß tief, das weiß ich noch. 6, 8 Wochen saß er im Büro, hat die Tränen getrocknet, hat drauf gewartet, bis der Anruf kam, jawohl, der neue GLE ist da. Und jetzt steht er hier auch. Und was ich noch kurz sagen wollte, ist ja, wir denken uns das ja nicht alles aus. Ne? Da steht ja ein Testteam dahinter, die machen sich Gedanken. Das sind Jan Horn, Mirko Menke. Und Dennis Heinemann, genau. Olaf Ittrich. Und da sind so eine Menge Menschen dahinter. Ja, genau. Und die bepunkten diese Autos. Also die testen, die messen, die machen ganz, ganz viel. Fassen an, riechen. Haben ganz viel Zeit mit diesen Autos auch schon vorher verbracht und geben uns dann Punktetabellen. Und das, was wir dann daraus machen, dafür können die nichts. Aber das seht ihr jetzt. So. Und du hast ein Versprechen abgegeben? Ja, ich werde gewinnen heute. Es ist ein bisschen komisch heute, weil es ist sehr warm, es regnet nicht und es ist auch nicht grau. Ich habe mich falsch vorbereitet. Trotzdem ist der Sieg meiner, da bin ich mir sicher. Ja, schön im Neopren steht er hier. Ne? Gut, wollen wir mal gucken, was sein neuer GLE so kann. Ja. Bin gespannt. Auf geht's. Der GLE kommt zu unserem Vergleich als 350D 4-Matic mit 272 PS und satten 600 Newtonmetern Drehmoment. Der Benz schafft 230 km/h Spitze und geht in von uns gemessenen 7,3 Sekunden auf 100. Unser Testverbrauch liegt bei 9,4 Litern Diesel. Den Benz gibt es ab 69.496 Euro mit der Betonung auf ab. Denn das ist nur als Annäherung an einen möglichen Mindestpreis zu sehen. Ein GLE soll ja luxuriös, absolut sicher und im höchsten Maße modern sein. Das ist er aber erst, nachdem reichlich Kreuze die Aufpreisliste zieren. Beispielgefällig? Im automatischen Stauführungssystem steckt ein Rettungsgassenassistent, bei dem sich das Auto am Vordermann orientiert. Der kostet jedoch über ein Paket fast 2.300 Euro zusätzlich. Auch in Sachen digitaler Unterstützung verhält sich Mercedes nicht gerade, sagen wir mal, spendabel. Rundumkamera, Verkehrszeichenassistent, Head-Up-Display, Spurwechselhilfe. Am Ende verschlingt allein die komplette Versorgung mit Sicherheitstechnik über 6.000 Euro zusätzlich. Keine Extrakosten dagegen verstecken sich im 630 Liter großen Kofferraum. Bei umgeklappter Rückbank sind es sogar 2.055 Liter. So, da sage ich doch erstmal herzlich willkommen im neuen Mercedes GLE. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Ja, ja. Ich würde sagen, die Sitze sind schon mal grandios. Ich kann mich hier gut festhalten bei deiner Fahrweise. Es ist sehr bequem. Das und stimmt. Das ist das Schöne, es ist nicht nur vorne bequem, ne? Es ist auch hinten bequem. Auch der Kollege Arnemann da hinten, ja? Der hat's gut, oder? Sehr schön. Siehst und du. Ganz viel Beinfreiheit, sodass das Stativ sogar noch mitbleibt. Beinfreiheit. Beinfreiheit, ja, ja, also du hast hinten Platz, es ist hinten komfortabel, es ist eben nicht nur auf die vorderen Passagiere ausgelegt, dieses Auto. Nein, es ist für alle da, möchte aber ein bisschen, ich sagen. Ich finde die Kopfstützen ein bisschen schwierig. Ja, weil du schwierig bist. Jetzt wird man nicht persönlich. Jetzt wird man nicht persönlich. Gut, jetzt machen wir es mal ganz objektiv. Ich habe das neuere Infotainment-System an Bord, inklusive MBUX, das heißt auch die besseren Spracheingaben. Mein System ist ein bisschen schneller als deins. Ja? Apropos MBUX, ne? Ja. Was man wissen muss bei diesem MBUX, ist ja tatsächlich, dass man ein paar Worte speziell lernen muss. Ne? Denn, genau. Denn die Sitzkühlung hier, die heißt beim MBUX Sitzlüftung. Ne? Also wenn Sitzbelüftung. Belüftung. Oha, siehst du? Ja. Noch eine Silbe. Ja, ja, das sind so kleine Feinheiten, die muss man wissen. Aber
das System funktioniert echt gut. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, es sieht auch noch mal besser aus als bei dir. Nicht das System an sich, sondern hier dieses... Das ist aber eine Geschmackssache, ne? Ja, ich zeig dir auch gleich, warum, wenn wir in deinem Touareg sitzen, aber dazu später mehr. Bist du sicher, dass du hier Lüftungsdüsen hast? Lüftungsdüsen kannst du nie genug haben. Haben ist besser als brauchen. So sieht es nämlich aus. Ansonsten reist du hier sehr komfortabel. Das ist ein Mercedes und ja... Ja, bitte? Ja, das ist tatsächlich was mich nervt. Ja. Wie bitte? Ja, Abbruch. Abbruch. Aber apropos Komfort, ne? Ja, also man darf nicht mehr... Man darf das Wort einfach nicht sagen. Genau. Also in diesem Auto, in dem wir sitzen, reist man sehr schön. Deine Automatik gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe eine 9-Gang Wandlerautomatik und da muss ich sagen, ist das genau diese eine Fahrstufe mehr, die macht sich bemerkbar. Ja. Aber ich mache jetzt mal einen Strich drunter unter Komfort. Touareg gegen Mercedes, Wertung Komfort, unentschieden. Unentschieden. Ja. Dafür habe ich aber zum Beispiel den besseren Wiederverkaufswert. Mhm. Denn ich sitze hier in einem Mercedes. Das Image ist noch mal ein bisschen besser als bei Volkswagen. Okay. Und ich habe auch noch 30 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Auch das macht sich natürlich beim Wiederverkaufswert bemerkbar. Mhm. Das heißt, wenn ich vorhabe, dieses Auto auch mal abzugeben irgendwann, stehe ich mit dem hier einen Tick besser da. Genau, in 30 Jahren kannst du es dann abgeben. In 30 Mal. Nee, ist okay. In 3 Jahren, wenn das Facelift kommt. Ja, ist gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal in den Touareg und ich zeige dir da mal so ein paar kleine Features, von denen man gar nicht denken würde, dass die von Volkswagen kommen. Ne? Doch, das würde ich schon denken. Ja? Volkswagen ist ja nicht nur Volkswagen. Ne? Das ist clever, Das ist ja auch Skoda, ja, auch. Audi. Nee, da sind so ein paar kleine Sachen dabei, wo ich sage, im Alltag kann ich das sehr gut gebrauchen, hat der Mercedes hier nicht. Hey Mercedes. Ich habe es leise gemacht, warte. Ach so. Kannst du meinen Beifahrer kurz absetzen? Da vorne ist eine Bushaltestelle. Ja, danke. Sie macht jetzt die Tür auf. Ist das Frühstück oder was? Macht jetzt die Tür auf, okay, pass auf. Ja. Bitte schön. Da. Ich möchte aber nicht aussteigen. Ich fahre mich bitte zu meinem Auto. Okay. Netter Kerl. Nur froh sein. Boah. Ah, da wird er doch in die Sitze gedrückt. Aber hier laut, ne? Also Dämmung ist nicht die Stärke. Ja, ist halt also tatsächlich ein brummiger ist er Geselle, ein brummiger als dein Touareg, das stimmt. Und man muss auch sagen, du hast hier viel größere Reifen drauf, ne? Also Felgen. Ne? Felgen. Oh, hier guck mal, da ist immer vorne die Polizei. Mach keinen Quatsch, sagst du, ne? Ja. Die Polizei kommt. Mach keinen Quatsch. Uha. Ja, die sind ja immer nett hier am Bereich. Oh, da kannst du kennen uns ja auch schon, ne? Wir haben uns schon mal gesehen, auf jeden Fall. Aber letztes Mal hat er noch ein Passat gehabt, hat er gesagt. Ja, ne? Jetzt hat er schon. Jetzt hat er einen Mercedes. Jetzt hat er, siehst du? Ist da schiefgelaufen? Ja. Merkst du selbst gerade, ne? Der VW Touareg kommt als V6 TDI 4Motion mit 286 PS und ebenfalls 600 Newtonmeter Drehmoment. Er fährt etwas schneller als der Mercedes. Seine wahre Stärke ist aber die Beschleunigung. Die Schaltung hat zwar eine kleine Gedenksekunde, aber danach prescht der VW eine ganze Sekunde schneller auf Tempo 100. Auch beim Verbrauch liegt er vorne, theoretisch sogar auch beim Preis. Die technischen Daten des VW Touareg. Leistung 286 PS, Drehmoment 600 Newtonmeter, Spitze 238 km/h. Von 0 auf 100 km/h geht es in 6,3 Sekunden. Der Testverbrauch 8,7 Liter Diesel. Der Preis des VW Touareg ab 60.675 Euro. Der Testwagenpreis 81.800 Euro. Allerdings nur in der Basis. Bei vergleichbarer Ausstattung sind es dann gerade mal 200 Euro, die den VW vom Benz trennen. Der Touareg bleibt in allen Bereichen dran. Luxus fährt mit. Zudem stellt VW grundsätzlich viel Assistenztechnik bereit und hat einen satten Umfang in Sachen Multimedia-Versorgung zu bieten. Bei VW stecken aber viele Extras in Paketen und damit gibt es dann im Vergleich zum Mercedes immer auch ein bisschen mehr fürs Geld. Das macht sich dann zum Beispiel im Kofferraum bemerkbar. Da kann man dann die Rückbank verschieben. Ohnehin hat der Touareg den größeren Kofferraum. 810 Liter gehen rein, also fast 200 mehr als beim GLE. Die holt sich der Mercedes dann aber zurück, wenn man die Rückbank umklappt. Da kommt der VW nämlich nur auf 1800 Liter.
Nee. Pass auf, ich wollte dir was zeigen. Thorsten hat ja die schwere Kameratasche hier reingewuppt. Ne? Ja. Hätte er gar nicht tun brauchen, denn... Ta-ta-ta-ta. Das sind so Kleinigkeiten hier im Touareg, die einfach auch echt geil sind. Ne? Das senkt sich jetzt runter und damit geht die Ladekante richtig tief nach unten. Ja. Und damit kannst du, der es auch ein bisschen im Rücken hat, ne, so eine Wasserkiste hier ganz easy reinstellen. Und noch so ein paar Sachen, ne? Hier Variabilität, ne? Hier so kleine Ösen und hier noch so ein kleines Häkchen. Total toll. Ja, ja, ne? Gut, ne? Finde ich gut. Deine Sitzbank, die kann man auch verschieben, ne? Ja, und zwar ja, vorne, hinten, kannst du so neigen. Ja. Kannst du gute Sachen machen, ne? Ja. So, machen wir hier zu. Ja. Zack. Da musst du drauf drücken. Oh. Besserwisser, ne? So, okay, dann Thorsten einsteigen, bitte. Herzlich willkommen in meinem Technik-Wunder-Touareg. Technik-Wunder? Ja. Sag mal, kannst du mal deine Beinauflage verstellen? Selbstverständlich kann ja. ich das. Mach mal. Aha, das musst du also über das Touch-Bedienungsfeld. Ja, das ist jetzt der einfachere Weg gewesen. Ne? Ah ja, das geht aber sonst auch nicht. Doch, bestimmt irgendwie. Das, mal, aber, das stellst das, du einmal ein. Ja, aber ich will, was mich daran interessiert ist, du hast alles über, dieses, ja. über diesen Touchscreen. Hm. Knöpfe, ist nicht mehr. Laut bei Mercedes leise. Habe ich aber so ein paar... Ja, du brauchst das auch. Ich kann mir diesen Schritt merken. Ja. Das ist ganz einfach. Okay. Sitz, Beinauflage, raus, rein, ja. weg. Einfach. Okay. So, InnoVision-Display hatten wir schon mal, ne? Das ist wirklich riesig. Das ist riesig. Ich habe es auch schon mal gesagt, aber ich sage es gerne noch mal wieder. Hier, diese kleine Kante, ja? Ich habe dich damals darauf aufmerksam ja, gemacht. Ja, genau. Und seitdem kann ich sie nicht vergessen. Ja. Jeder, der in diesem Touareg sitzt, wird immer jetzt auf diese Kante gucken. Wie sagt mein Kollege Dennis Petermann immer so schön, ist was fürs Facelift. Ja, ist was fürs Facelift. Nee, aber sonst finde ich das hier auch. Ich mag ja auch den dunklen Innenraum. Da fühlt man sich geborgen. Die Kopfstütze lässt sich übrigens wunderbar verstellen. Und eins musst du zugeben, die Sitze sind mindestens genauso bequem wie bei dir. Vorne, ja. Vorne. Ich spreche jetzt erstmal auch nur von vorne. Mhm. Andere machen wir gleich. So. Ja. Möchtest du mir die Massage einschalten? Nee. Dankeschön. Ich finde es gut, dass du mir die Massage. Ich ja, gut. Du ja, brauchst das. Fahr ruhig, wenn du willst. Oh. Zornig, ne? Ich habe ein paar PS mehr als du. Das stimmt. 286. Ja, du bist auch schneller als ich. Ja. Und du bist auch, du beschleunigst besser. Ist alles ein bisschen kerniger hier. Ja, ne? Ist ein bisschen ja. straffer. Weißt du, ja. so sportlicherer Typ einfach, glaube ich. Mhm. Wobei deiner auch sportlich aussieht, aber bringt das nicht so richtig rüber. Weißt du, was er hier rüberbringt? Na? Hörst du das? Nee. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Hartplastik. Guck mal, das ist ein kleiner Unterschied. Das ist wirklich immer nur so eine Kleinigkeit. Aber ja. bei Benz ist das jetzt hier halt noch, da ist noch Leder drüber. Ja. Das stimmt, das habe ich damals auch schon bemängelt und das finde ich auch echt schade, zumal das Auto ja, so wie es hier quasi als gewerteter Testwagen steht, 82.000 Euro kostet. Ne? Und muss damit man sich nicht viel günstiger ist als meine. Das stimmt, muss man ja. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 82.000 Euro, die Dinger fangen an bei, was, ab 63 rum, ne? 62, 63. Und da ist hier nochmal richtig was reingekommen, ne? Das stimmt. Aber es hat sich auch gelohnt. Also ja, ich meine, letztendlich. Stimmt. Also, aber insgesamt. Warum ergreife ich denn Partei für dein Auto? Weil du das auch ganz schön findest. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich finde wirklich, dass der neue Touareg ein echt gelungenes Auto ist. Ja. Super. Aber, was ich nicht so super finde, ist das da hinten. Uns geht es ja gut hier vorne. Ja. Ne? Aber ich bin ja so jemand, der auch gerne möchte, dass es den hinten gut geht. Du bist so ein Familienmensch, ja? Auch, ja. Ne? So. Ich ja nicht so. Thorsten, sag mal. Na, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier leide, aber in dem anderen war es schon schöner. Siehst du? Wieder eine Nuance, ne? Ja, es ist eine kleine Nuance, aber das sind diese kleinen Punkte. Ja, weißt ja. du? Ich verstehe, was du meinst, ja. aber dein Auto ist auch ein bisschen neuer. Und wenn ich hier sage, navigiere zur Kaiser-Wilhelm-Straße 16. Dann warten wir ein bisschen. Bitte warten. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, so, ja. beginnend mit dem Ort. Hamburg, Kaiser-Wilhelm-Straße 16. Ja. So. Neustadt, ja. Kaiser-Wilhelm-Straße. Ja. Also die Zeit habe ich. Die Zeit hast du. Es ist nicht so... Es ist
ja, es ist einfach nicht ganz so geschmeidig. Es dauert ein bisschen länger als bei Mercedes. Abbruch, Abbruch. Nach Neustadt, Kaiser Wilhelmstraße. Ich hab's ja verstanden. Ja, genau. Das finde ich gut übrigens. Zack, können wir mal einfach ausmachen. Und wenn ich VW sage, Volkswagen sage, fängt das Ding nicht dauernd an. Ja, okay. Ja, bitte, was kann ich für dich tun? Aber normalerweise sitzt du auch nicht in deinem Mercedes und sagst die ganze Zeit Mercedes. Doch. Doch, ich fahre in einem Mercedes. Ah, seht hier, mein Mercedes. Ja, mein neuer Mercedes GLE. So, kenne ich doch. Genau, ja, genau, so fährt man da. Ja, aber guck mal hier, aber auch das Display hier schön, das kennen wir ja nun schon, ne, mit dem, das kann man sich nochmal ein bisschen konfigurieren, sieht echt gut aus, finde ich. Ja, ich finde auch wirklich, dass es ein super Auto ist. Ja. Ich finde nur in diesen kleinen Details ist der Mercedes einfach ein bisschen schicker, der Qualitätseindruck ist ein bisschen besser und er ist einfach ein Tick moderner. Alles ist einfach so ein kleines bisschen besser. Ja, jetzt so mit dem Beigen wirkt es vielleicht nicht so modern, aber ja, du magst da recht haben. Aber was du zugeben musst, ist, wenn ich immer hier drauf drücke. Meinst du nach der Gedenksekunde, die dein 8-Gang Automatikgetriebe braucht? Nee, ich hab's auch von der Lautstärke. Wir haben gesagt, wir reden nochmal drüber und du musst zugeben, dass es hier besser gedämmt ist. Hast du recht. Hast du wirklich recht. Ja. Da bin ich auch, also da muss ich ja sagen, da kann Mercedes nachbessern, weil das bin ich anders gewohnt. Ich würde sagen, Mercedes muss eigentlich das Auto sein, was leiser ist im Innenraum als der VW Touareg. Und das ist in diesem Fall nicht so. Gut. So eine kleine Leiste, das ist doch nicht so schwer. Aber weißt du, was mir auch übrigens sehr gut gefällt hier? Ja. Die Allradlenkung, ne? Die macht wirklich dieses große Auto. Ich meine, der wiegt viel, der ist lang, der ist groß. Macht den aber vom Handling her richtig angenehm. Kurz mal, jetzt kann ich hier fast auf dem Bierdeckel. Pass auf den Arnemann da. Ja, ja, auf dem Bierdeckel kann ich hier fast wenden. Lass mal da, guck mal, siehst du das? Ja. Ne? Also, das stimmt. Das ist wirklich toll. Hast du recht? Ne? Hast du einfach recht? So, im Alltag ist das ja. Ja, du hast ja auch mal recht. Kann ich das schriftlich haben? Ja, nur gewinnen tut er deswegen trotzdem nicht. Ja, meine Meinung. Wir könnten jetzt hier auch 1000 Kilometer übrigens fahren und müssten nicht einmal tanken. Das würde aber auch bedeuten, dass wir uns 1000 Kilometer anschweigen. Und die Frage ist, wie groß ist eigentlich dein AdBlue-Tank? Riesig. Ich habe ernsthaft, ne? Ich habe, ich glaube, 32 Liter AdBlue-Tank bei mir im Benz. Weißt du, was ich mich schon mal immer gefragt habe? Ja. In so einen AdBlue-Tank, ne? Mhm. Darf man da eigentlich reinpieseln? Weil eigentlich geht es ja nur um den Harnstoff. Oder? Ja, da müssen wir. Frag doch mal. Bernd Volkens. Ratgeber. Kann ich mal AdBlue selbst herstellen? Ja. Es ist schon erstaunlich, wie nah die beiden SUV beieinander liegen. Beim Neupreis ist es ohnehin Geschmackssache und den Käufern wird es eh wurscht sein, die leasen solche Autos und da kommt es dann auf die besseren Konditionen an. Für uns ist das heute auch eher nebensächlich. Wichtiger, wer gewinnt denn nun das Duell hinterm Deich? Ein frischer Wind weht. Das ist ganz angenehm, weil es ist immer noch so heiß. So ein bisschen Kühlung tut gut. So. Ja, es ist Zeit für das Fazit. Und ich spiele jetzt mal ein bisschen theatralische, triumphale Musik für den Sieger ein. Herzlichen Glückwunsch, Dennis Peter. Herzlichen Glückwunsch, Mercedes GLE. Ich habe gewonnen. Ja, aber auch du hast gewonnen. Ja, ich bin Preis-Leistungssieger geworden. Ein kleiner Trost, aber jetzt erzähl mir doch mal, wo du überall gewonnen hast und vor allen Dingen, Wie hoch dieser Sieg ausfällt. Also letztlich habe ich gewonnen, weil ich einfach ein bisschen mehr Platz in der zweiten Reihe habe, weil ich ein bisschen besseren Qualitätseindruck habe, weil ich tatsächlich das neuere und modernere Infotainment-System an Bord habe, weil ich schon 6D erfülle, weil ich den besseren Wiederverkaufswert habe, die besseren Garantieleistungen. All das führt am Ende dazu, dass ich gewinne. So, das hört sich jetzt für mich so an, als hättest du einen Vorsprung herausgearbeitet, der dass mindestens er darauf hinaus will. 10 Punkte bedeutet. Mindestens. Ist aber gar nicht so. Nein. Denn du gewinnst tatsächlich, und das überlasse ich dir, du gewinnst mit einem Punkt. Mit einem Punkt, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gewinnt der neue GLE gegen den Touareg. Und dieses Auto hier hat durchaus noch andere Vorteile, denn im Bereich Connected Car zum Beispiel bin ich gleich auf mit dir, weil hier nämlich schon ganz viele Assistenzsysteme drin sind, die hier viel, viel Aufpreis kosten. So. So, ja.
Und du hast auch mehr PS und die bessere Beschleunigung. Stärker und überhaupt und weniger Verbrauch. Aber insgesamt, und das ist dann eben so, ob es nun ein Punkt ist oder ob es 2 oder 50 Punkte sind, ich habe gewonnen. Dem so. HSV hätte eine Punkt auch gefallen. Genau, ne? Mir hätte auch beim HSV der eine Punkt gefallen. Ich möchte sagen, hier steht der Sieger. Ich bin der Gewinner des Duells hinterm Deich und da für heute. Ganz, ganz froh drüber. Für heute hat er gewonnen. Ich sag ja. Glückwunsch, lass dich feiern, zu Recht. So. Reicht jetzt auch schon. Ich würde sagen, was machen wir als nächstes? Ja, das lassen wir euch entscheiden. Genau. Was lassen wir euch entscheiden tatsächlich? Ja. Was habt ihr für Vorschläge? Was für Autos wollt ihr mal sehen? Wir würden mal gucken, was unsere Testabteilung dazu sagt, wie wir das machen können. Wollt ihr vielleicht auch mal sehen, wie die Jungs testen oder nicht? Lasst es uns wissen. Wir würden gucken, ob wir es denn möglich machen. Und ja. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Wetter. Dennis, du in deinem Neopren, ja, kannst heute noch eine Runde abtauchen. Ich ziehe jetzt endlich diese Bis Jacke aus. Bis zum nächsten Duell in deinem Deich. Tschö mit Ö. Ich habe gewonnen. Ja. Ha! Der Volkswagen fährt mit dem Stern auf Augenhöhe. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Mercedes als Premium-Marke ja eigentlich etwas höher positioniert ist. Aber klar ist auch, der neue GLE ist ein großer Wurf. Selbst in der auf hohem Niveau fahrenden Klasse, der Luxus-SUV. Das ist ein Benz, weißt du? Ach ja. Mein Benz. Wie ist eigentlich so die Sicht nach hinten links? Sieger! Sieger! Tschüss! Kommst du mit, Thorsten, oder hast du noch was vor?